Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Goodie Box aus August ist heute bei mir eingetroffen in einem wunderschönen Apfelgrün. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, kostet regulär 19,95 pro Box. Und wenn du einen Code verwendest, und zwar den Code Urlaubsgeschenk, bekommst du ein Produkt gratis. Welches es ist, kann ich dir gleich mal zeigen. Das ist nämlich auch in meiner Box mit drin. Und ich verlose auch tatsächlich etwas in diesem Video. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir im Laufe des Videos. Und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Wie gesagt, 19,95 kostet diese wundervolle Box und die kommt aus Dänemark und ist eine ganz, ganz besondere Box, finde ich, denn sie kommt nicht im klassischen Boxendesign, denn sie kommt im Schubladendesign. Daraus bastel ich mir aktuell ein eigenes Regal. Das habt ihr auch in meinem Schminksammlungsvideo gesehen, was ich dir hier oben mal verlinken kann im i. Da sind nämlich meine Masken ganz einfach drin. Ja, finde ich total praktisch. Um es mir ganz praktisch zu machen, kann ich ganz einfach hier die Schublade entfernen. Und die erscheint monatlich. Und ich bin mal super gespannt. Wir haben hier den ersten Blick in die Box und ich sehe Füße. Finde ich ein bisschen witzig. Es ist hier abgebildet The I'm Feeling Myself Box. Okay. I won't be sorry for doing what makes me feel good. Das stimmt voll. Also ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich etwas mache, was bewirkt, dass ich mich gut fühle. Also die Goodie Box hat sowieso als Hintergedanke oder als Grundgedanke im Prinzip, dass man mehr für sich selber tun muss. Denn es ist einfach so, dass man im Alltag es versucht, allen recht zu machen. Jedenfalls ist es halt in der allgemeinen Gesellschaft so normal scheinbar. Aber nicht unbedingt gesund für einen selber. Und man sollte einfach sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber. Und da möchte die Goodie Box einfach ein kleiner Helfer sein. Und das finde ich schön, dass man einfach jeden Monat die Möglichkeit bekommt, sich einfach zurückzulehnen, sich auf die Produkte einzulassen und den Vibe zu spüren. Ja, sich zu chillen und mehr auf sich selber zu besinnen. Das heißt, du hast hier öfters mal Masken mit drin, du hast hier Pflegeprodukte drin. Ab und an gibt es tatsächlich auch dekorative Kosmetik. Wenn man ein absoluter Fan von dekorativer Kosmetik ist und sagt, ich möchte aber keine Pflege haben, dann hat man die Option, sich die Crushbox anzuschauen. Das ist ebenfalls eine optionale Box von der Goodiebox, die es gibt. Verlinke ich dir aber auch alles unten in der Infobox. Ihr merkt, mir ist ein bisschen warm. Deswegen atme ich etwas schwerer. Hier ist tatsächlich auch nochmal aufgeführt, hey, die neue Limited Edition Wingman ist auch noch erhältlich. Die habe ich euch auch hier vorgestellt auf meinem Kanal. Und es gibt die Vegan Box, also die vegane Limited Edition. Die gibt es auch noch. Also die kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Einfach, ja, ne, die Wingman Edition ist halt mehr so für die Männer. Und die vegane Box ist einfach eine ganz, ganz interessante Box, die halt mit nur veganen Produkten ist. Sehr cool. Und hier habe ich tatsächlich auch schon das Produkt, welches ist mit dem Gutscheincode Urlaubsgeschenk. Gibt. Und zwar ist es diese Bürste. Die war letztens auch in einer Box mit drin. Das ist die Anwen Hairbrush, Eco Hairbrush. Die ist echt cool. Also die habe ich hier auch tatsächlich an meinem Schminktisch, dass wenn ich die Haare offen trage in einem Video, dass ich mir vorher hiermit die Haare bürste. Ich persönlich kann dazu sagen, dass es eine wirklich qualitativ hochwertige Bürste ist, die sich gut anfühlt, in die gut durch die Haare geht. Normalerweise mag ich diese Pinöppel hier oben drauf nicht, aber die sind sehr, sehr weich und dadurch, dass es so geschwungen ist, schmiegt es sich schön der Kopfform an und das gefällt mir einfach richtig gut. Genau. Und man kann sie gut halten und sie macht einfach Spaß und sie ist auch irgendwie aus einem ganz speziellen Material. Die Pins sind aus Nylon und irgendwas ist da noch mit. Das kann ich gerade nicht herausfinden. Aber die Bürste ist auch aus einem ganz speziellen Material und es fühlt sich einfach alles ganz gut an. Es macht bei mir halt auch nicht dieses Frizz. Das ist ziemlich cool, deswegen die bekommst du mit dem Code. Wenn du die Box abonnierst, gratis mit dazu. Dann, witzig, ist hier noch ein 40 Euro HelloFresh-Gutschein. Packe ich mal mit in eure Verlosungsbox. Denn wir haben die HelloFresh-Box tatsächlich im Abo. Hier oben kann ich dir auch mal ein Unboxing von einer HelloFresh-Box, die bei uns eingetroffen ist, einblenden. Die haben wir halt im ganz normalen privaten Abo, nenne ich das jetzt einfach mal. Mein Freund hatte Bock drauf und hat die abonniert. So, jetzt haben wir hier ein Seidenpapier. Was ich einmal öffne, das ist verschlossen mit einem Klebi.
schönes Seidenpapier und ich mach's kaputt. So, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und wir haben tatsächlich ein Digital Leaflet, also ein digitales Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den Preisen und so weiter und Produktbeschreibungen. Was ich persönlich, ich glaube, aus Versehen gelöscht habe, denn ich habe es nicht in meinem Posteingang eben noch gefunden. Ja, super, ne? Das ist wieder typisch und hochprofessionell. Gut, wie schon angekündigt, haben wir hier eine Maske mit drin und zwar von Mask Me Up, die Hemp Sheet Mask. Das ist ja, also Hemp, also Hanf ist ja super, super, mega Hype, gerade in der Beauty-Industrie. Das soll sehr, sehr angenehm für die Haut sein. Es ist vegan und genau. Ja, was soll das? Regenerating and Nourishing Facial Sheet Mask. Genau, das ist regenerierend und nährend. Das ist gut. Die kann man jetzt sehr gut gebrauchen. Ich kann euch empfehlen, diese Maske einfach mal im Kühlschrank aufzubewahren. Bei den Temperaturen tut das sehr, sehr gut. Ich werde heute Abend tatsächlich auch eine Gesichtsmaske machen und habe die auch eben schon in den Kühlschrank gepackt, denn wir haben es jetzt 18.18 Uhr. Und ich freue mich schon drauf, nachher nach dem Duschen mir die Maske aufzulegen und dann einfach mal ein bisschen in der Hängematte zu relaxen. Und klar zu kommen. Ich habe gerade gedacht, unser Nachbar fängt jetzt an, sein Auto zu waschen. Ja, ein bisschen warm jetzt gerade. Also ich glaube, wenn das Wasser aus dem Schlauch kommt, dann verdunstet das alle. Okay, das nächste haben wir hier. Oh, schön. Etwas für die Füße von Evoluderm. Gommage Pied Lissant. Das ist ein Fußpeeling. Das finde ich echt genial. Ich laufe tatsächlich im Sommer fast nur barfuß zu Hause rum und auch überall. Auf der Arbeit habe ich einfach Flipflops stehen, da ziehe ich meine Schuhe dann aus und morgens, nachdem ich mit dem Auto dorthin gefahren bin, ziehe mir meine Flipflops an und laufe dann die ganze Zeit mit Flipflops durch die Gegend. Und hier zu Hause laufe ich nur barfuß und ja, ich brauche safe mal wieder ein Fußpeeling und das passt jetzt einfach richtig gut. Ja, für trockene und geschädigte Füße. Echt toll. 125 Milliliter sind hier drin. Und das ist echt gerade, das kommt mir wie gerufen gerade. Und das ist so ein weichmachendes Fußpeeling mit Vulkansteinpartikeln und Shea-Butter, damit man eine schöne und perfekte Peeling-Geschichte hat. Ich übersetze es gerade aus dem Englischen. Damit man flawless, also ebenmäßige Füße bekommt und auch Hacken, ohne die Haut auszutrocknen. Das ist auch richtig gut. Und das hat eine cremige Textur. Und das nährt die Haut und gibt Komfort und deine Füße sind wundervoll sanft und oh mein Gott, das hört sich ja total krass an, ne? Ich guck mir das mal an, weil ich werde es jetzt ja sofort benutzen. Ja, das ist einfach ein Peeling. Oh, das riecht aber wirklich angenehm. Wahrscheinlich, weil halt hier diese cremige Geschichte da auch mit bei ist, ne? Mit Shea-Butter und so weiter. Und wenn ich das jetzt hier zwischen den Fingern einfach mal verreibe, ganz, ganz feine Peeling-Partikel. Das ist jetzt nicht super grob, das heißt, es ist auch sehr, sehr angenehm. Wenn das so ganz grobe Peeling-Partikel hat, dann habe ich immer Angst, dass es ein bisschen zu scharfkantig sein könnte. Aber so ist es wirklich optimal. Hier sieht man es jetzt auch verrieben auf dem Finger. Das sieht gut aus. Und das riecht gut. Also das werde ich mir heute Abend beim Duschen safe geben. Auch wenn heute jetzt kein Peeling-Tag ist. Heute ist Mittwoch. Ich glaube, das Video wird morgen erst online kommen. Morgen früh, denke ich mal, ne? Oh, das ist perfekt. 8x4, New Size, ein Deo. Und zwar mild. 48 Stunden strong. Ja, dem trauen wir jetzt bitte einfach mal alle nicht, okay? 35 Milliliter ist hier drin. Das ist so eine optimale Handtaschengröße. Oh, ist das angenehm. Das riecht zwar jetzt im ganzen Raum, aber es riecht angenehm. Oh, es riecht gut und es tut gerade richtig gut. Geil. Das ist jetzt my personalisierte Protection. Nummer 4, Fragrance Vibrant Flower. Was? Vibrierende Blume? Weiß ich nicht. Es riecht aber wirklich sehr, sehr angenehm blumig. Mit ohne Alkohol. Ja, cool. Fühlt sich angenehm an. Das heißt, ohne Alkohol, das kannst du direkt dann auch nach dem Rasieren verwenden. Ganz toll. So, die Marke, die haben wir doch schon mal in der Goodiebox drin gehabt. Und zwar von Human and Kind haben wir hier ein Body Oil Lavendel. Geil. 100 Milliliter, das ist ein Körperöl mit Lavendel. Lavendel ist ja sowieso dafür bekannt, dass es die Haut entsprechend so ein bisschen chillt, also quasi beruhigt und auch vom Duft her. Hier sind aber auch Kirschen abgebildet. Ich weiß nicht, gehört das zum Logo? Verwöhnen Sie Ihre Haut mit
diesem wunderbaren 3-in-1 Multitasking-Körperöl. Durch die natürlichen Öle fühlt sich Ihre Haut weich und geschmeidig an, während der Duft von Lavendel Ihnen sofort hilft, sich zu entspannen. Für Gesicht, Körper und Haare, krass, Kontakt mit den Augen vermeiden. Interessant. Gesicht, Körper und Haare, 100 Milliliter. Aha, da muss ich mal gucken, ne, wie sich das dann so darstellt. Ich meine jetzt so, aktuell finde ich Körperöl ein bisschen schwierig, weil ich bin ja dermaßen am Schwitzen, wenn ich da noch ein Öl drüber gebe, ist es eher schwierig, ne? Abends dusche ich tatsächlich aber erst, wenn sich das auch schon abgekühlt hat draußen, dann geht es halt halbwegs, aber ich rieche mal eben dran. Riecht sehr, sehr dezent nach Lavendel, aber angenehm. Man riecht es, aber es ist nicht zu penetrant. Also wirklich, wirklich angenehm. Gesicht, Körper und Haare. Haare finde ich auch schön. Ich gebe mir gerne so zweimal in der Woche ein bisschen Haaröl in die Spitzen. Genau, da habe ich jetzt aktuell noch ein Arganöl, was auch sehr, sehr angenehm ist. Aber Lavendelöl in die Haare, ist es dann wird es ja auch pflegend sein, ne? Interessant. Natürlich, vegan und tierfreundlich. Animal friendly. Ja, nice. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dann haben wir hier von Seraphim Botanicals. Das hatte ich auch. Also nicht das hier, sondern ich hatte schon mal was von Seraphim Botanicals in einer meiner ersten Abo-Boxen drin. Deswegen ist diese Marke mir irgendwie auch immer wieder so eine Herzensangelegenheit, ne? Weil da so mein Boxenwahnsinn losging mit dieser Marke quasi. Die hat mich dann immer wieder begleitet. Und das hier ist ein Moisturizing Lip Scrub mit Zucker und Lemon, also Zitronen, nee, Limone ist es dann, ne? Das sieht groß aus. Nee, aber da ist was drin. Das ist ja nicht das Ganze, oder? Weiß ich nicht. A blend of soft sugar crystals within a rich, nourishing self-base that gently exfoliates and buffs lips, leaving behind smoother skin with a touch of refreshing lemon zest scent. Made with rosehip, apricot and jojoba oils, as well as Shea Butter to help rejuvenate and hydrate dry lips. Okay, also das ist im Prinzip für regenerieren und jünger machen und hydratisieren von trockenen Lippen. Das ist vegan, ohne Mineralöle und so weiter, ohne Parabene, ohne Ethanol, ohne Gluten, mit Hagebutte ist Rosehip, mit Shea Butter, cruelty-free, vegan. Das hört sich immer so unfassbar krass an, wenn das alles immer so auf Verpackungen draufsteht. Ne? Dann denke ich mir, wow, also dass eine Firma dann so krass an solche auf solche Geschichten dann immer achtet. Da haben wir hier jetzt einmal die Packung, die man so aufmachen kann. Und hier haben wir dann das Produkt drin, was in einem Tübchen ist. Ich habe aktuell noch eins offen, deswegen mache ich das jetzt nicht auf. Aber es wird danach auf jeden Fall verwendet. Ich glaube, das, was ich jetzt von Manakadar habe, hatte ich tatsächlich auch in einer Goodiebox mit drin. Ja, das finde ich toll. Ne? Wird auf jeden Fall verwendet. Ich finde es fancy in dieser Umverpackung. Aber die hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ne? Aber es ist irgendwie nett. Das ist doch irgendwie witzig. Gut, hier haben wir dann das letzte Produkt. Und das ist irgendwie nochmal separat in einem Säckchen mit drin. Ich weiß nicht, dann wird das irgendwie was ganz Spezielles sein vielleicht. Mal gucken. Allein das Säckchen finde ich schon mal ganz nett. Ne? Was steht denn hier draußen dran? Moshimoshimind.dk. Okay, Moshimoshimind. Oh, schön. Oh, guck mal, warte mal. Da ist noch mehr drin. Oh, guck mal, sagte sie und hielt es von der Kamera weg. Läuft. Das ist ein Mind Roller aus Jade. Die sind super, super teuer. Also, wenn man die halt richtig so von Marken und so, ne? Weil dann sind die auch entsprechend hochwertig in der Verarbeitung. Deswegen, das ist ziemlich teuer. Ich hatte mal einen, der mir nicht so gefallen hat, aber der hier fühlt sich gerade so schön kühlend an. Ich glaube, den behalte ich. Ja, komm, jetzt habe ich einen Jade-Roller und den behalte ich jetzt auch. Die hatten wir jetzt ja öfters mal in Boxen mit drin und irgendwie, weiß ich nicht, waren, sind also gefühlt total gehypt und das tut gerade so gut. Und ich habe kein Produkt drauf. Ich habe auch kein Produkt auf meinem Gesicht, weil ich eben mein Gesicht gewaschen habe, als ich von der Arbeit kam. Da besided Jade-Roller, Jade-Roller, Moshi Moshi Mind. Benefits, tightens and tones facial muscles. Also das ist quasi, ich mache es jetzt wahrscheinlich auch falsch, ne? Du musst es halt immer in so einer ganz entspannten Geschichte machen. Und dann macht das halt so eine Art, wie nennt sich das? So eine Drainagenmassage ist es ja auch ein bisschen, ne? Du kannst es halt, wie gesagt, als Gesichtsmassage verwenden, um Fältchen zu mindern. Du kannst damit auch Serum einarbeiten und ja. Oder halt so, wie ich das jetzt mache, einfach um dein Gesicht ein bisschen zu streicheln, zu pflegen und dich damit wohlzufühlen. Es ist schon ein gutes Produkt, ne? Also so ein Jade-Roller an sich.
ich glaube, fast jeder hat sowas mittlerweile auch in seinem Schrank, so in seinem Badezimmerschrank, oder? Weiß ich nicht. Aber es fühlt sich einfach gut an. Okay, ich muss jetzt aufhören. Das geht ja so hier nicht weiter. Okay, ja, das stimuliert und das ist toll und das ist auch aus Dänemark und das gefällt mir. Doch, das war jetzt tatsächlich auch die Goodie Box aus August. Und ich meine, man darf nicht vergessen, man zahlt 19,95 für die Box. Ne? Das ist, finde ich, für die Produkte, was man hier bekommt, durchaus angemessen. Es vermittelt alles einem auch wirklich so ein schönes Wohlfühlgefühl und man fühlt sich gepflegt, man fühlt sich gut aufgehoben. Man hat hier wirklich von Kopf bis Fuß einmal alles bekommen, was das Herz begehrt und deswegen gefällt es mir auf jeden Fall. Ich habe hier als kleines Goodie, als kleine Verlosung ein bisschen was zusammengepackt. Einfach so eine kleine Sommerbackbox, wo ich dachte, das könnte wohl was ganz Cooles sein. Da habe ich einmal von Got2b den Schutzengel, das ist einfach so ein Hitzeschutz. Dann habe ich von Batiste ein Trockenshampoo mit reingepackt. Dann habe ich von La Dival eine Sonnencreme mit reingepackt, die man jetzt einfach ganz gut gebrauchen kann. Von Evo Visage ein Vitaminspray fürs Gesicht. Und dann habe ich hier noch von Jean Darcel eine 24-Stunden-Hyaluron-Creme mit reingepackt. Und wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und so, jetzt habe ich alles wieder in die Box reingepackt. Ihr Lieben, das war jetzt auch tatsächlich schon die Goodie-Box von August, die mir wirklich, wie eben schon gesagt, ja, ich sage es nochmal, gut gefallen hat. Ich kann alles soweit verwenden davon und deswegen, ne? Schaut auf jeden Fall in die Infobox, da habe ich euch alle Links reingepackt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!